Erstmal, das soll keine Beleidigung oder ähnliches an das Comedy-Team sein. In letzter Zeit werden nur echt sehr viele Leute gefailbannt. Es wurde bis jetzt immer gesagt, dass es das automatische Plugin ist, dass es die Leute failbannt. Und ich finde es gerade ein bisschen schade, dass es das jetzt so ist, weil Bela wurde vor 2 Wochen gefailbannt für Hacking, wurde dann nach 1,5 Tagen wieder entbannt und geschrieben, ja, sorry für die Unannehmlichkeiten. Das war unser Plugin, das weist noch Lücken auf. Danach wurde Jonathan, also Wassergott nochmal gebannt, danach genau dasselbe, ja sorry, unser Plugin weist noch Lücken auf. Jetzt wurde Belab wieder gebannt, wieder wegen dem Anti-Cheat, also das ist Lückenaufweis, automatische Bannsystem. Labby72, also alle aus unserem Clan, also 2 Leute jetzt sind noch gebannt, wurde auch schon wieder gefailbannt, wurde auch gefailbannt, schon wieder wegen diesem Plugin-Fehler. Und ich finde es halt ein bisschen schade, dass man jetzt über die Weihnachtszeit einfach gebannt ist von Gomme, weil das Plugin ein paar Lücken aufweist. Es kann natürlich immer passieren, aber wenn es schon irgendwie, ich bin auch in der Community, da wird auch die ganze Zeit geschrieben, dass so viele Leute gefailbannt werden. Das soll jetzt keine Beleidigung oder ähnliches sein, nur ich finde es halt ein bisschen schade, dass, wenn man weiß, dass dieses Plugin so viele Lücken aufweist und so viele Failbans anrichtet, dass man es dann einfach noch weiter so bestehen lässt, wie es gerade ist und es nicht erstmal runternimmt, dass nicht zu viele Leute einfach gefailbannt werden. Und zum Beispiel jetzt Spela und Labby auch gefailbannt und ich glaube auch nicht, dass die Moderatoren da heute im Forum noch antworten und das finde ich dann ein bisschen schade.